wieder in unserem Knut. Und wir wollten euch mal ganz, ganz kurz ein schönes 2019 und ein frohes neues Jahr wünschen. Ne? Genau, frohes neues Jahr. Ja, und wir haben ja viel vor dieses Jahr. Ja, ich weiß nicht, habt ihr auch so viel vor? Wollt ihr auch so viel reisen oder müsst ihr einiges reparieren? Wie auch immer, wir wünschen euch dabei viel Erfolg, viel Spaß und ansonsten alles, was ihr euch auch wünscht. Ja, und ich bin ja hier der Mann, der so fürs Grobe zuständig ist. Und so die groben Arbeiten auf dem Campingplatz sind gemacht. Und ich wünsche mir für 2019 ein Wohnmobil. Ja, also ihr hört, Jens hat viel vor. Schauen wir mal, das soll natürlich auch wieder zum Selbstausbasteln sein, ne? Natürlich. Wir wollen ja auch was haben, worüber wir uns wieder spaßig ärgern können. Ja, genau. Aber ja, wir haben zu sowas ja immer Lust. Aber ja, unter anderem haben wir wirklich uns extrem viel vorgenommen. Und wenn wir die Hälfte schaffen, dann sind wir schon gut. Wir schaffen das alles. Okay. Wir putzen das so weg. Okay, also wir ziehen das voll durch. Wenn ihr auch so Optimisten seid wie Jens, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe für dieses Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und vielleicht habt ihr dann auch ein bisschen was zu erzählen. Aber mit diesem Video wollten wir euch einfach nur ein schönes neues Jahr wünschen. Genau, unser Kaffeewasser hat jetzt gerade gekocht. Das war übrigens das Blubbern und das Dröhnen, was ihr die ganze Zeit da im Hintergrund gehört habt. Ja, wir sind eben spazieren gewesen, haben uns ein bisschen durchpusten lassen und jetzt brauchen wir erstmal einen Kaffee und einen Tee. Genau, jetzt brauchen wir erstmal was Warmes. Ja. Also in dem Sinne und ja, mich würde das natürlich auch interessieren, was ihr so für Pläne für 2019 habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch was Größeres vor. Und jeder hat gute Vorsätze und was Großes vor. Ja, genau. Und ich wünsche euch viel Erfolg dabei bei der Umsetzung. Genau. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie das hier so läuft mit dem Wohnmobil in 2019. Ja, und mit dem Boden von Knut und mit dem Schneewittchen und. Also bei uns gibt es ein bisschen mehr. Ach, der Boden hier im Wohnwagen, den haben wir ganz unterschlagen. Ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, wenn wir die Hälfte schaffen von dem, was wir vorhaben, sind wir Top-Häschen. Also ihr Lieben, ein schönes 2019 für euch. Macht's gut. Jo, macht's gut. Ciao.